Wenn du die Gebärdensprache lernen willst, dann ist es sehr häufig so, dass du vielleicht sogar die einzige Person bist, die sich in deinem Freundes- und Bekanntenkreis mit der Gebärdensprache beschäftigt und sie auch lernen will. Und vielleicht kennst du sogar überhaupt keine Gehörlosen und hast dementsprechend auch gar nicht die Möglichkeit, die Gebärdensprache auch wirklich anzuwenden. Und damit bist du dann praktisch alleine in dieser Sprachwelt unterwegs. Und das bringt nochmal ganz eigene Probleme mit sich. Aber hier in diesem Video erkläre ich dir, wie du das am besten lösen kannst. Letztendlich kommen dann die Fragen auf, wie, wofür lerne ich das jetzt eigentlich, wenn ich das sowieso nicht benutzen kann? Also das heißt, du hast natürlich einen Grund, warum du die Gebärdensprache überhaupt lernen willst und warum du dich im ersten Schritt überhaupt damit beschäftigt hast. Aber trotzdem ist es so, wenn du alleine bist und vielleicht keine Aussicht hast, die Gebärdensprache irgendwann mal zu benutzen oder keine Möglichkeiten hast, das zu benutzen, dann kann das halt letztendlich auch zu Zweifeln führen. Und was ich wirklich sehr häufig am Telefon dann auch mitbekomme, ist, dass dann gesagt wird, naja, vielleicht begegne ich mal auf der Straße eine gehörlose Person und dann könnte ich in dem Moment weiterhelfen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Allerdings ist das nicht etwas Regelmäßiges und es kann auch nur sehr begrenzt motivierend sein dann. Und das zweite große Problem ist tatsächlich, wir sind nun mal soziale Lebewesen. Das heißt, wir machen sehr viele Sachen, einfach weil wir dadurch in Kontakt mit anderen Menschen sein können. Und manchmal machen wir auch so Sachen, damit wir überhaupt in Kontakt kommen können. Und eine Sprache ist ja letztendlich auch genau dafür da, dass man sich dann mit anderen Menschen in dieser Sprache unterhalten kann. Und dieses alleine Lernen und dann auch alleine bleiben verhindert genau das. Und ich habe teilweise mit Menschen gesprochen, die wirklich gesagt haben, die sind Beziehungsmenschen im Sinne von, sie lernen wirklich am besten, wenn sie mit Menschen zusammen lernen. Und ich finde, das stimmt sehr häufig auch, weil in diesen stillen Kämmerlein alleine lernen, das erfordert einfach viel, viel, viel mehr Motivation, insbesondere auch langfristig. Und dementsprechend ist es dann schwieriger, auch wirklich langfristig dran zu bleiben. Und der Punkt, dass man jetzt sagt, okay, ich fange einfach alleine an, ist ein sehr guter Punkt. Allerdings alleine mit sich gebärden ist nur begrenzt irgendwie möglich und dementsprechend fehlt die Anwendung. Und ganz, ganz viele Leute versuchen dann wirklich in der Nähe gehörlose Vereine zu finden, gehörlosen Stammtische zu finden. Es gibt teilweise sogar Leute, die versuchen in Facebook-Gruppen Post zu machen, in der Hoffnung, dass sie dann online Leute finden, mit denen man dann zusammen Gebärdensprache benutzen kann. Meistens ist es ja auch so, dass sich in diesen Gruppen natürlich sehr häufig auch nur Menschen befinden, die auch selber Gebärdensprache lernen wollen. Das heißt, die sind alle nicht an einem Punkt, wo sie sich flüssig in der Gebärdensprache unterhalten können. Und dementsprechend kann man dann nur sehr schwer dann in die flüssige Anwendung kommen. Und ich habe schon Berichte gehört, wo Leute dann gemeinsam sich Vokabeln abgefragt haben. Aber das ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, als die Sprache wirklich in der Anwendung zu benutzen, weil das ist das Entscheidende, was den meisten Menschen ehrlich gesagt fehlt. Und das verhindert auch wirklich, dass du dann in die Gebärdensprache kommen kannst. Und dementsprechend sind diese verschiedenen Ansätze und Ideen nicht wirklich eine Lösung für das Problem. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und das ist relativ simpel und es klingt so banal. Du darfst wirklich Menschen finden, mit denen du die Gebärdensprache gemeinsam lernst. Und du darfst Menschen, mit denen du die Sprache dann auch wirklich anwenden kannst, finden. Und im Idealfall sind das auch Menschen, mit denen du auch gerne Zeit verbringen willst. Also es sind dann richtig coole, nette, sympathische Menschen, mit denen du dann gerne Zeit verbringen willst, weil das ist ja wirklich eine Idee, um in den Austausch mit Menschen zu kommen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, ganz klassisch, ist ein gemeinsamer Gruppenkurs, zum Beispiel an der Volkshochschule. Ich habe schon ganz viele Leute gesprochen, die wirklich gesagt haben, der Volkshochschulkurs war perfekt, weil wir waren da in einer Gruppe, die Gruppe war super sympathisch, wir haben vielleicht nicht unbedingt so schnell gelernt, wie wir es gerne gehabt hätten, aber die Leute, die waren richtig, richtig super. Das heißt, das ist eine coole Sache. Die zweite Möglichkeit, die es da auch gibt, sind diese Stammtische. Stammtische sind sehr häufig auch bewusst und offen für Gebärdensprachlerner. Das heißt, du bist da sogar sehr, sehr willkommen, egal wie schwierig du dich gerade mit dem Gebärden tust. Dann gibt es natürlich auch die gehörlosen Vereine, die sind
vorhanden und man kann da theoretisch auch hingehen. Da komme ich aber später nochmal zu. Und letztendlich gibt es dann auch immer noch die Menschen, die du einfach schon kennst. Also ganz häufig ist es so, dass man mir gesagt hat, naja, ich habe da hier eine Bekannte und die hat nochmal eine gehörlose Freundin oder eine gehörlose Tochter oder was auch immer. Deshalb, manchmal ist es so, dass man über Ecken doch noch irgendwelche Leute findet. Das Problem bei den meisten dieser Angeboten, vor allem die gehörlosen Vereine und so weiter, ist, dass die Gebärdensprachwelt fast wie so eine komplett andere, unabhängige Welt ist. Das heißt, der Zugang zu dieser Welt ist nicht so offensichtlich wie bei anderen Dingen. Und manchmal ist es wirklich so, dass man nur über Mund-zu-Mund-Propaganda mitbekommt, da ist ein Verein und der trifft sich zu der und der Zahl. Und dementsprechend ist dann der Zugang leider doch sehr schwierig. Und genau deswegen ist mein Gebärdensprachtraining nicht nur so aufgebaut, dass man die Gebärdensprache möglichst schnell und effizient lernen kann, sondern das Gebärdensprachtraining ist bei uns auch so aufgebaut, dass man die Möglichkeit hat, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, erstmal online und so dann überhaupt erstmal andere Menschen kennen. Und das Coole bei unserem Gebärdensprachtraining oder bei meinem Gebärdensprachtraining ist, wir haben mittlerweile Leute aus ganz Deutschland. Das heißt, manchmal treffen sich die Leute auch aus einer Ecke von Deutschland privat und haben dann nochmal die Möglichkeit, die Gebärdensprache zu lernen, auch unabhängig von meinem Gebärdensprachkurs. Und wir haben da wirklich so eine Community, also das ist eine Gruppe von Menschen, die alle so ein bisschen ähnlich ticken, zumindest interessieren sie sich für die Gebärdensprache und können sich auch für die Gebärdensprache wirklich begeistern. Und das ist halt super wertvoll, was mega unterschätzt wird, was viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, was aber extrem wichtig ist für die Motivation, für das Dranbleiben und einfach, dass du dann jemanden hast, mit dem du das benutzen kannst und nicht alleine die ganze Zeit dich damit beschäftigst. In dem Sinne, wenn du die Gebärdensprache lernen willst und nicht nur alleine lernen willst, sondern wirklich als Teil einer Gruppe lernen möchtest und benutzen können möchtest, dann melde dich sehr gerne einfach unter www.heikeburak.de und ich freue mich darauf, mit dir persönlich einfach zu telefonieren, zu sprechen in einem kostenlosen Erstgespräch und zu schauen, wie du am besten Gebärdensprache lernen kannst und dann auch anwenden kannst. In diesem Sinne, melde dich einfach unter www.heikeburak.de. Ich freue mich darauf, mit dir persönlich zu sprechen. Bis zum nächsten Video. Dein Heiko.